wolltest du gar nicht wissen, wie Stevie und ich uns an die Kugel gehen. Hallo, hier ist der Robert. Willkommen bei der 5. Episode des Vitamin Berge Podcast. Heute geht es um natürlich Berge, Klettern und um einen 30 Jahre alten Mercedes. Viel Spaß! Wir sind hier auf der Messe Friedrichshafen, Outdoor FN. Herzlich willkommen, Nima, bei mir heute im Podcast. Hallo Nima. Hallo Robert. Erzähl doch mal kurz, wer bist du, was machst du? Ich bin die Nima, Überraschung. Was mache ich? Das ist eine gute Frage. Alles und nichts. Ich bin Reisebloggerin. Ich habe einen Blog, der heißt noch Abenteuer Spanien, wird bald umbenannt in Abenteuer unterwegs. Darauf berichte ich über unser Leben im Wohnmobil. Wir wohnen in einem Oldtimer-Bus. Außerdem bin ich freiberufliche Texterin und ich habe einen Online-Shop für originelle Klettergeschenke. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ich weiß, dass Nima nicht dein richtiger Name ist. Du musst jetzt nicht sagen, wie du vorher hießt, aber wie bist du denn zu Nima gekommen oder was heißt das? Wie viel Zeit haben wir denn, das zu erklären? Ohne Ende. Ohne Ende, okay. Also ich bin 2002 schon mal nach Spanien gezogen. Ich habe in Deutschland alles aufgegeben, habe meine Zelte abgebrochen und bin nach Spanien gezogen und habe kurz vorher ein Buch gelesen über eine Frau, die in irgendwo im, wie heißt denn das Land, Bhutan, als Lehrerin gearbeitet hat. Und in diesem Buch kam der Name Nima vor. Und den fand ich super schön und habe den dann in irgendeinem Chatforum als mein Synonym verwendet. Und als ich nach Spanien gezogen bin, wurde das Ganze zu einem Selbstläufer, weil ich Nima halt auch viel schöner fand als meinen eigentlichen Namen. Da hat mich dann anderthalb Jahre jeder nur noch unter Nima gekannt, sowohl die Sprachschule als auch mein Freund hat mich unter dem Namen kennengelernt. Und als ich dann zurück nach Deutschland gekommen bin, war es irgendwie nur noch ein logischer Schritt, dass ich meinen Vornamen offiziell ändern lasse. Und der ist jetzt an die zweite Stelle gerückt, weil Nima könnte sowohl ein Junge oder ein Männer- als auch ein Frauenname sein. Und damit keine Zweifel aufkommt, dass ich eine Frau bin, ist mein alter Vorname jetzt mein zweiter. Aber ich heiße offiziell Nima. Okay. Yeah. Jetzt gibt es, du hast es gerade schon gesagt, also es gibt Nima, dann gibt es deinen Freund Steve und es gibt einen Horst. Der Horst ist ein 36 Jahre alter Mercedes-Bus, quasi so... nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit, sondern mit dem Bus ans Meer. Genau. Und dann da arbeiten. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr jetzt mit einem Bus unterwegs seid? Da muss ich auch noch mal ein bisschen ausholen. Den Stevie habe ich in Spanien kennengelernt damals, als ich da gewohnt habe und habe mit ihm das erste Mal so richtig schöne Outdoor-Unternehmungen gemacht. Wir sind Wildcampen gegangen, mit ihm habe ich das Klettern angefangen und habe dann mich nicht nur in Stevie, sondern auch in Spanien verliebt und habe festgestellt, wie geil es überhaupt ist, draußen unterwegs zu sein, Outdoor-Dinge zu unternehmen, Klettern, Bouldern, Mountainbiken und habe halt auch gemerkt, dass das Wildcampen total Spaß macht. Und als ich wieder zurück in Deutschland war, wollte ich irgendwie die Kombination hinbekommen, nach Spanien zu ziehen, selbstständig zu arbeiten, aber irgendwo muss ich ja leben. Und dann kam uns die Idee, ja, vielleicht können wir ja irgendwie in ein Wohnmobil ziehen. Und dann haben wir gesucht und recherchiert und sind auf Messen gefahren und irgendwann kam Horst. Und Horst ist jetzt seit 2 Jahren in unserer Familie sozusagen und seit einem Jahr wohnen wir in ihm. Es ist ja schon der Traum für viele, so mit einem eigenen Camper oder mit einem Wohnmobil unterwegs zu sein. Viele scheuen sich aber die Arbeit, weil also, du sagst ja auch 36 Jahre, das ist ein Stück. Ich würde es mich nicht trauen, weil ich habe keine Ahnung von Autos. Da geht's dir wie mir. Wunderbar. Als Steve eine Ahnung von Autos? Also Steve hat den Vorteil, dass er 10 Geschwister hat. Davon sind 8 Brüder und von denen sind 3 irgendwo in dieser Kfz-Branche tätig. 2 haben eine eigene Werkstatt und die helfen uns natürlich mit Rat und Tat weiter. Also uns ist in Spanien die Wasserpumpe verreckt. Da hat Steve dann angerufen, hat gefragt, was er machen soll und hat sich dann eine Wasserpumpe nach Spanien schicken lassen und die tatsächlich selber getauscht. Okay. Da war ich ganz stolz auf ihn, aber er war auch stolz auf sich, weil er ist eigentlich Informatiker und kein Kfzler. Er eignet sich da echt viel Wissen an und kümmert sich um die ganze Technik. Aber ich muss auch sagen, ich bin da raus. Also
ich weiß, wo wir das Ding starten und wie ich den fahre und wie ich die Rückfahrkamera ankriege, aber ansonsten, hey, ich habe keinen Plan. Überhaupt nicht. Er ist rot. Super. Das kann ich noch sagen. Outdoor-Sport ist ja für dich primär Bouldern. Naja, und Klettern. Okay, ja, also am Felswald. Genau. Hängen, ob jetzt klein oder groß. Ist natürlich ein Luxus, wenn ihr dann quasi dort übernachten könnt, wo die besten Bouldergebiete sind. Mhm. Wie ist das so zu wissen? Eigentlich müsste ich arbeiten. Texten oder sowas. Auf der anderen Seite schaust du aus dem Fenster, siehst die Berge oder die Hügel, Felsbaum. Dann denkst du so, scheiße, jetzt musst du hier vor dem Laptop hocken. Eigentlich würde ich da lieber an der Wand hängen. Wie schaffst du das, da wirklich dann doch zu arbeiten, die Disziplin irgendwo zu haben? Also die Disziplin wird mir dadurch gegeben, dass es mir das genau ermöglicht. Also meine Disziplin ermöglicht es mir, dass ich mit meinem Bus vor einer Felswand stehe und in der Pause dann einfach mal rausgehen und klettern kann. Also wenn ich mich darüber beschweren würde, wäre es echt Jammern auf hohem Niveau, weil ich gucke lieber beim Arbeiten auf eine Felswand als auf irgendeine blöde Bürotür oder Betonwand. Klar ist das natürlich manchmal schwer, wenn draußen richtig geiles Wetter ist und dann rufen die Routen alle, dass sie geklettert werden wollen. Aber ich kann jederzeit Pause machen. Ich kann mir einteilen, wann ich arbeite. Ich bin relativ frei in meiner ganzen Tagesgestaltung. Ich kann auch morgens klettern gehen und nachmittags arbeiten oder umgekehrt oder nachts arbeiten. Deswegen fällt mir das mit der Disziplin eigentlich nicht so schwer. Das geht eigentlich nicht. Ich kann auch mal 2 ganze Tage nicht arbeiten und nur klettern und dann arbeite ich wieder. Also das ist quasi das Wochenende für dich verschoben an die Tage, wo du Bock hast. Genau. Und ich arbeite eigentlich am liebsten am Wochenende, weil egal wo wir sind, am Wochenende ist natürlich am Fels immer was los. Das heißt, wir meiden es, am Wochenende an Fels zu gehen und dann nutze ich das in der Regel zum Arbeiten. Und das geht echt gut. Das ist ein Traum auf jeden Fall, ihr lebt ihn jetzt. Wir haben andere Leute in deinem Kreis darauf reagiert, Eltern, Geschwister, ja. Meiner Mutter ist das Ganze ein bisschen suspekt. Das liegt aber auch daran, dass meine Mutter erstens Camping total schrecklich findet und lieber auch so All-Inclusive-Urlaub abfährt. Und dieser ganze Lebensstil ist ja halt einfach ein bisschen eher suspekt. Sie lässt mich aber machen. In dem Fall halte ich ja auch Kontakt zu ihr. Sie weiß immer, dass es mir gut geht. Aber ihr wäre es wahrscheinlich lieber, ich hätte wieder ein schönes Einfamilienhäuschen irgendwo Kölner Stadtrand. Sorry. Unser Umfeld, für die war das eigentlich normal. Also die kennen das nur so, dass wir auf so Ideen kommen. Die hat das jetzt nicht verwundert. Und als ich damals das erste Mal nach Spanien gezogen bin, hat sich mein Umfeld eh schon arg verändert. Also da sind viele Freundschaften auch auf der Strecke geblieben, weil das einfach ein ganz neuer Lebensabschnitt war. Aber die meisten finden es eigentlich eher cool und würden es vielleicht sogar selber machen, aber trauen sich nicht. Und da ist ja schon ein Traum ist, aber irgendwann, ein Traum ist nicht immer Traum. Was sind Momente, wo du so fluchst, also wo du sagst, warum mache ich den ganzen Blödsinn hier, wäre ich mal vielleicht doch, oder gibt es diese Momente überhaupt, wo du sagst, eigentlich war es ja früher auch ganz gut? Erstaunlicherweise hatte ich das in den letzten 10-11 Monaten kein einziges Mal. Die Momente, wo ich fluche, sind die wie heute Nacht, wo ich von Mücken zerstochen werde und frage, warum zum Scheiß haben wir kein Moskitonetz? aber mir fehlt nichts. Also wir haben noch nicht mal eine warme Dusche, wir haben ja nur eine Kaltwasserdusche, aber ich merke einfach, dass ich durch den Lebensstil viel anpassungsfähiger und flexibler werde. Es ist für mich echt ein Stück Freiheit. Ich habe jetzt noch mal nach 10 Monaten, obwohl wir schon wenig dabei haben, entrümpelt und Sachen weggeworfen. Ich merke also, wie wenig ich brauche, um zufrieden zu sein. Und selbst nach 4 Tagen Regen ist es nicht so, dass mir da die Decke auf den Kopf fällt. Also ich hätte es mir teilweise schwieriger vorgestellt, aber es ist erstaunlich leicht. Ich vermisse gar nichts. Also es gab nicht einmal den Moment, wo ich sage, boah, jetzt wieder eine schöne Wohnung. Wir haben es gemütlich da drin. Alles super. Und was sind die schönsten, also genau das Gegenteil eigentlich, was ist so das schönste Erlebnis, an was du dich jetzt in den letzten Monaten erinnern kannst? Da gibt es total viele von. Also einmal, wir haben halt hinten im Bettbereich ein Fenster, wo wir schon mega schöne Sonnenaufgänge einfach erlebt haben, sei es an den Bergen oder am Strand. Und wir haben ja ständig neue Ausblicke, also da sind dauernd wieder so Wow-Effekte dabei, wo man dann morgens um 5 die Augen aufmacht und will überhaupt nicht mehr einschlafen. Oder auch, dass wir nachts wach werden und gehen dann vor den Bus, weil wir gerade nicht schlafen können und stehen dann direkt unter einem hammergeilen Sternenhimmel in den Bergen.
Also es gibt total viele Momente, die einfach super beeindruckend sind und wo ich immer wieder sage, das ist echt ein Geschenk, dass wir das jetzt haben. Mitten in den Bergen komplett alleine zu sein, überall Wildtiere um dich rum, das ist schon schön. Also. Und was war da so die, du hast ja Abenteuerspaß. Was ist so die schönste Region für dich gewesen, jetzt aus sportlicher Hinsicht, aber auch aus landschaftlicher Hinsicht? Das habe ich mich echt jetzt auch gefragt. Und ich muss passen, ich kann es nicht sagen. Ich dachte eine ganze Zeit lang, es wäre Katalonien, da habe ich ja auch anderthalb Jahre gewohnt. Dann sind wir aber runtergefahren nach Andalusien. Das ist einfach auch eine traumhafte Ecke. Also das muss man eigentlich gesehen haben, gerade für Leute, die gerne Outdoor-Sport in den Bergen machen. Da ist alles möglich, von Extremklettern über Mountainbiken und Bouldern. Da dachte ich, okay, Andalusien ist also kurz hinter Katalonien und dann sind wir aber wieder hochgefahren in Richtung Nordspanien, Kantabrien und Baskenland und seitdem kann ich es einfach nicht mehr entscheiden, weil Kantabrien hat mich auch nochmal auf die letzten Meter total umgehauen. Den Picos de Europa, das ist 50 Kilometer, hast du die hammerkrasse Berglandschaft, 50 Kilometer weiter ist das Meer. Also so krasse Gegensätze habe ich da echt auch selten erlebt und es ist einfach wunderschön da. Und trotzdem kommt jetzt der Relaunch bald. Ja. Auf Abenteuer unterwegs. Genau. Ihr verlasst Spanien, seid jetzt in Deutschland kurzzeitig zurück. Ein Zwischenstopp, ja. Flüchtet rechtzeitig vor Einsetzen des Herbstwetters. Wohin? Im nächsten Jahr geht es nach Griechenland. Wir fahren im September nach Griechenland. Da bleiben wir ungefähr 5 Monate oder sowas über den Winter, bis es halt wirklich definitiv wieder warm wird. Und dann geht es über die Balkanstaaten, Albanien, Kroatien, Montenegro wieder nach Deutschland. Also wir haben ungefähr ein Jahr wieder geplant. Okay, aber danach ist dann noch nichts irgendwo fix sowieso nicht. Also wir sind beide keine Planer. Überhaupt nicht. Wir lassen uns immer so gerne vom Leben treiben. Das kann ja auch sein, dass wir in Griechenland einen total neuen Impuls bekommen. Vielleicht finden wir da ein Häuschen oder treffen Leute, die sagen, hey, fahrt mit dem Bus doch mal da und dahin. Dann sind wir immer flexibel, uns darauf einzulassen. Also das ist eine grobe Planung, die wir jetzt fürs nächste Jahr haben. Das kann alles anders kommen. Aber ich würde grundsätzlich gerne auch noch mal nach Portugal fahren oder nach Marokko. Aber halt nicht in diesem Jahr. Das kommt dann vielleicht danach. Mal schauen. Du bist Coach, du bist Texterin und jetzt machen wir ein bisschen Schleichwerbung. Wer jetzt das Video gerade anguckt, ich halte hier eine Klettertasse mit so einem Bouldergriff. Also mir wäre der Maßkrug lieber. Erzähl kurz, wie ist es dazu gekommen, zu dieser Idee oder wie macht es? Du machst das ja zusammen mit einem Geschäftspartner, Freund. Mhm. Wie ist es dazu gekommen? Ich war vor anderthalb Jahren auf der DNX, auf dieser digitalen Nomadenkonferenz und die ist ja immer sehr inspirierend, da kommt man mit vielen Ideen nach Hause und das ging mir dann auch so. Und auf der, ich glaube, 6 Stunden dauernden Autorückfahrt hatte ich dann genügend Zeit, Ideen auszubrüten. Und da kam mir der Gedanke, wie wäre es dann eigentlich, eine Tasse mit so einem Klettergriff zu machen. Und ich bin aber kein Bastler und ich hatte auch keine Lust, irgendwie einen Internetshop aufzusetzen und habe dann in so einer Facebook-Gruppe für digitale Nomaden gefragt, ob jemand Lust hätte, mitzumachen oder eine Idee hätte. Und dann hat sich ein paar Wochen später der Chris gemeldet. Der ist Grafiker und Webdesigner und selber auch Boulderer. Und er hat gesagt, er hätte Lust, das Ganze umzusetzen. Und das ergänzt sich halt ideal, weil er alles macht, was mit Grafik und Shop zu tun hat. Ich mache das Ganze mit Texten und zusammen entwickeln wir uns jetzt gerade weiter und haben den Shop wirklich schon gut vorangebracht. Da sind wir total stolz drauf und gehen jetzt auch in diesen B2B-Bereich, dass wir an Kletterhallen verkaufen wollen und an Shops. Genau, und es ist echt auch so eine Leidenschaft, diesen Spaß, den wir am Klettern und Bouldern haben, durch ein Produkt auszudrücken, was man anderen verschenken kann oder schenken kann, um so eine Freude dann eben auch weiterzutragen. Also wer da daran Interesse hat, ich werde es auf jeden Fall verlinken. Sieht spannend aus. Gibt es auch in verschiedenen Schwierigkeiten. Das ist einfach. Wer es also herausfordernder mag, kriegt auch gerne kleinere Griffe, genau. Sehr gut. Ja. Bouldergriff, was ist dir lieber, Bouldern oder Klettern? Ich persönlich mag tatsächlich das Klettern lieber. Wenn ich eine Zeit lang Bouldern war, komme ich auch ins Bouldern wieder rein und mag das auch unheimlich gerne. Aber das Bouldern ist ja ungesichert. Da habe ich halt die Matte unten liegen und beim Klettern, das ist wahrscheinlich eine ganz blöde Kopfgeschichte, fühle ich mich einfach durch dieses Seil sicherer. Also Klettern ist eher mein Ding, aber ich boulder auch gerne.
Wir haben uns vor zwei Jahren, 2014 zur DNX, glaube ich, das erste Mal getroffen. Zusammenkommen sind wir eigentlich aus einem ähnlichen Thema, was uns begleitet, nämlich die Höhenangst bzw. Sturzangst. Ja. Jetzt mag man vielleicht so ein bisschen, wie kommt das denn zusammen? Höhenangst bzw. also Sturzangst, je nachdem, wie man es sagen will. Mhm. Und Klettern ist ja eigentlich nicht, passt ja eigentlich nicht. Also erstmal glaube ich, dass jeder Kletterer Sturzangst kennt. Ich kann mir kaum, vielleicht gibt es ein oder zwei, die keine haben oder bei denen fängt es wesentlich später an. Aber grundsätzlich ist das was, was jeder Kletterer kennt und was jeden auch begleitet. Den einen halt früher und den anderen später. Ich habe das Klettern genau aus dem Grund angefangen, weil ich dachte, die beste Art mit einer Angst sich zu konfrontieren, ist da reinzugehen. Also wenn ich weiß, ich habe Höhenangst, dann sollte ich vielleicht mit dem Klettern anfangen. Der Effekt ist, dass mir das Klettern zwar total Spaß macht, aber ich immer noch wahnsinnige Angst vorm Fallen habe. Also ich kann oben auf dem Leuchtturm stehen oder auf hohen Türmen, das ist alles kein Problem. Ich habe kein Problem mit der Höhe, sondern wirklich Angst vorm Fallen. Das wird auch nicht wesentlich besser, aber ich lasse mir den Sport deswegen nicht madig machen. Ich mache trotzdem gerne, obwohl es mir halt vielleicht schwerer fällt als anderen. Und was hast du da schon versucht? Also es gibt ja Bücher, da gibt es ein gutes, was wir auch mal zusammen beschreiben wollten eigentlich, was da nicht so richtig klappt. Den Entwurf habe ich, glaube ich, immer noch. Steht immer noch auf der To-Do-Liste. Ja, genau. Da stehen ja schon Tipps drin, die mir jetzt geholfen haben. Also jetzt nicht die Frontaltherapie quasi runterfallen lassen und dann sehen, ach, funktioniert ja doch, sondern eher so diese sanfte Methode, langsam rantasten, durchatmen und dann go. Wie schaffst du das für dich? Also viele Sachen sind mir ja selber bekannt, weil ich ja auch als Coach arbeite. Ich versuche mich immer wieder zu motivieren, indem ich mir sage, warum will ich das Ganze eigentlich machen? Und ich zerlege mir das Ganze in kleine Ziele. Also wenn ich bei einer 25-Meter-Route Angst habe, dann gucke ich halt, dass ich mir erstmal kleine Ziele setze, dass ich immer wieder Pausen mache, dass ich mich immer wieder fokussiere, dass ich mir zur Not auch irgendeinen Anker nehme, auf den ich mich konzentrieren kann. Sei es, dass ich ein Lied singe, um meinen Atem zu kontrollieren. Also es gibt unheimlich viele Techniken, um sich mit seiner Angst da irgendwie auseinanderzusetzen. Aber das Wichtigste ist einfach machen. Weil ich merke schon auch, dass ich so eine Vermeidungsstrategie habe. Obwohl ich gerne kletter, kann es passieren, dass ich an manchen Tagen tausend Ausreden finde, um nicht klettern gehen zu müssen. Ich sage, ah nee, die Hunde müssen Gassi geführt werden. Die Hunde müssen Gassi gehen, es ist ein bisschen zu nass. Genau, jetzt ist es vielleicht zu warm. Ah nee, jetzt ist es eigentlich zu windig. Und ah, jetzt habe ich gerade gegessen und jetzt habe ich heute Nacht nicht gut geschlafen. Also es gibt tausend Gründe, warum ich manchmal nicht an den Fels gehen kann. Wenn ich dann da bin, dann geht es meistens. Aber das ist so eine Vermeidungstaktik, die ich dann fahre. Und das Schlimmste ist, wenn ich der nachgebe. Weil dann wird die Angst vor der Angst wieder größer und größer. Das heißt, das Wichtigste also ist eigentlich machen. Ja, ja, genau. Immer dranbleiben. Wieder dranbleiben. Und machen. Ja. Würdest du, wenn du jetzt schon frühere gebouldert hättest, in jungen Jahren, also was heißt denn hier in jungen Jahren quasi, würdest du es da jetzt auch schon so machen, wie du es jetzt machst, sprich, wenn du jetzt Anfang 20 noch wärst und du du hättest die Chance, um mit dem Bus rumzureisen, irgendwie dein Geld online oder halt ortsunabhängig zu verdienen, würdest du es nochmal wagen oder direkt wagen? Also ich bin eigentlich nicht unglücklich darüber, dass ich das erst so spät jetzt alles gemacht habe, weil ich ja auch in den ganzen Jahren davor viele Erfahrungen gesammelt habe. Also eigentlich würde ich alles wieder so machen. Vielleicht würde ich mit manchen Sachen früher anfangen. Aber ja, ist alles schon so in Ordnung. Sehr gut. So, zum Abschluss noch ein paar kurze Fragen. Ich bin gespannt, gerade bei der ersten. Berge oder Meer, was ist dein Favorit und warum? Ganz klar die Berge, weil am Meer wird mir eigentlich nach einer Stunde langweilig. Ich bin kein Wasserfreund, ich gehe da rein, tauche unter, gehe wieder raus und gehe am Strand spazieren. Aber Berge ist einfach abwechslungsreicher und da fühle ich mich auch selber kleiner und unwichtiger. Das ist also auch ein bestimmtes Gefühl, was die Berge in mir auslösen. Wenn du 3 Monate auf einer einsamen Hütte in den Alpen oder in Katalonien oder wo auch immer verbringen müsstest, dürftest, wie würdest du deine Zeit verbringen?
Eigentlich ist da ja gar kein großer Unterschied zu dem, wie wir jetzt im Bus leben. Nur, dass es dann eine einsame Hütte und kein einsamer Bus ist. Okay, wenn Horst auf 2000 Meter stehen würde. Also ich mache super gerne irgendwelche sportlichen Dinge. Und sei es, dass ich auch Kraftübungen nur mache, Liegestütze oder was. Also ich halte mich halt gerne fit und gehe auch joggen. Es muss nicht immer Klettern sein. Ich lese gerne, ich meditiere gerne. Ich esse gerne, also ich glaube, mir wird es nicht langweilig werden. Vielleicht würde ich irgendwie nochmal meine Kochkünste verbessern oder ja, irgendwie sowas. Ich komme dann zum Essen vorbei. Ja. Was ist ein Gadget oder ein Ausrüstungsgegenstand, nennen wir es mal zu Deutsch, ja, was du immer dabei hast oder ohne was du nicht an den Berg gehen würdest? Das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, so simpel das klingt, eine Stirnlampe. Und auch ein Handy mit Internetverbindung kann gar nicht schlecht sein. Das ist uns in einem Bouldergebiet in Spanien passiert, dass wir einfach zu spät vom Fels zurückgegangen sind und haben echt nichts mehr gesehen, weil es war stockdunkle Nacht und wir haben uns verlaufen. Das heißt, die Stirnlampe war echt wichtig, weil das richtig hartes Felsgebiet ist, wo es auch steil runtergeht. Ohne Lampe hätten wir uns da echt übel verletzen können. Und nachdem wir 2 Stunden wie blöd gesucht haben, kam jemand auf die Idee, dass er ja Internet auf seinem Handy hat, um dann mal Google anzuschmeißen und zu gucken, wo wir sind. Seitdem denke ich, ist das echt eine hilfreiche Geschichte. Also ja, Smartphone und Stirnlampe. Deine Top-Block, also Top-3-Blocks rund ums Thema Berg oder die mit Bergen zu tun haben. Hey, welche liest du? Echt passen, weil ich gar nicht dazu komme, andere Blogs zu lesen. Ich bin entweder selber draußen in den Bergen, da brauche ich keine Bergblogs lesen. Und ansonsten lese ich halt gerne Blogs, die sich mit einem Thema beschäftigen, in dem ich nicht so fit bin. Aber mir fallen jetzt gerade echt Internetmarketing, wie ich meine Sachen vielleicht besser vermarkte. Aber ein Blog, der auch ab und zu sich mit dem Klettern beschäftigt, ist Global Travel Art. Okay, die dann Nadja, verlinke ich den. Genau, die geht auch klettern. Was empfiehlst du gegen Bergweh? Nicht jeder kann immer in den Bergen sein. Was empfiehlst du? Zum Beispiel eine Klettertasse? nein, Quatsch. Gegen Bergweh? Ich würde mir wahrscheinlich irgendwas nach Hause holen, was mit den Bergen zu tun hat. Bergkräuter, irgendwelche schönen Fotos. Ansonsten möglichst einfach rausgehen, so oft es geht. Berge sind ja Natur und mein Gott, halt einfach raus. Okay. Wen würdest du gerne mal hier im Podcast als Gast hören? Den Christian von Feel for Nature. Den Christian von Feel for Nature. Okay. Viel Spaß. Da muss ich wahrscheinlich nach Ägypten tauchen oder auf irgendeinem Appalachien. Okay. Das war nicht die Frage. Wunderbar, Niemann. Ich danke dir, wünsche dir auf jeden Fall eine wunderbare Zeit auf dem Weg nach Griechenland, in Griechenland. Alles Gute für die Zukunft und ich bin gespannt, wo wir uns das nächste Mal dann wiedersehen. Ich danke dir. Danke auch. Ciao, Niemann. Ciao. Danke, dass du bei dieser Episode des Vitamin Berge Podcast dabei warst. Sorry für die schlechte Tonqualität. Wir haben mitten im Zentrum der Outdoor Friedrichshafen aufgenommen und da war natürlich sehr viel Trubel. Das nächste Mal wird es definitiv wieder besser. Alle Links, die Mitschrift und ein paar Bilder sowie das Video findest du in den Shownotes unter vitaminberge.de/005. Wenn dir Vitamin Berge gefällt, freue ich mich über dein Like auf Facebook, Twitter oder Instagram und eine Bewertung bei iTunes. Gerne hinterlasse auch ein Feedback zur Episode, um den Vitamin Berge Podcast noch besser zu machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.